Wir haben heute mit vielem gerechnet, mit dem nicht. Der Ministerpräsident hat es geschafft, eigentlich zu keinem der Punkte, zu denen wir heute eine Aktuelle Stunde beantragt haben, Stellung zu nehmen. Vor allen Dingen zu dem Hauptvorwurf, dass hier seine Staatskanzlei mit seinem Regierungssprecher die Öffentlichkeit am Tag nach dem vermeintlichen Hackerangriff getäuscht hat, indem sie suggeriert hat, dass es einen Hackerangriff gab. Es gab keine tatsachengestützten Informationen, die diese Aussage gerechtfertigt hätten. Das wissen wir mittlerweile. Dazu hätte er sich heute erklären müssen. Kein Wort. Zweiter Komplex, der Vertrauensbruch gegenüber dem Parlament. Er wusste seit Wochen, dass dieser Hackerangriff kein Hackerangriff war und nahm nach wie vor auch meine persönlichen Solidaritätserklärungen stillschweigend entgegen und erklärt es heute damit, er äußert sich grundsätzlich nicht zu Ermittlungen. Das ist natürlich völlig falsch, weil regelmäßig im Rechtsausschuss und auch anderswo Ermittlungsstände wiedergegeben wurden. Wir erwarten hier, dass er es zumindest versucht hätte, hier ein Okay der Staatsanwaltschaft zu bekommen, den Ermittlungsstand uns mitzuteilen. Auch hierzu keine Aussagen. Das heißt, wir werden jetzt einen PUA, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, beantragen.